Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis Aitchen und dies ist meine Kaffeetasse. Diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, die erinnern sich an dieses gute Stück. Das ist schon ein Weilchen nicht mehr bei mir dabei gewesen. Irgendwie ist die Kaffeetassengeschichte untergegangen und heute dachte ich, ist eine gute Gelegenheit, mal wieder mit euch ein Schlückchen zu trinken und gemeinsam ein bisschen zu plaudern zum Thema Fotografie und so weiter. Prost auf euch erstmal. Eigentlich gehört da Kaffee rein, aber da heute noch Sport angesagt ist und mit Sport, mit Kaffee im System fühlt sich Sport bei mir nicht so gut an, deswegen ein bisschen Wasser. Und ich wollte euch einmal diese Tasse zeigen. Nein, Quatsch, die Tasse kennt ihr schon, aber das hier wollte ich euch zeigen. Da hat sich was verändert. Es sieht anders aus, als ihr es gewohnt seid. Eigentlich war da mal so eine Mauer und so. Jetzt ist das Ganze eher Holz und sehr blau. Es ist erkennbar wie bleu. Und ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Mein neues kleines Bühnenoutfit hier für euch, das Studio von D18 Foto, ist irgendwie blau geworden. Wir machen blau über D18 Foto und dann ist auch Schluss jetzt mit den Wortspielen zum Thema Blau. Ja, was ich euch erzählen wollte, der Grund, warum ich das gemacht habe, ist der, dass ich zum einen mich gerne mal wieder ein bisschen ja, betätigen wollte, ein bisschen basteln wollte, ein bisschen was Neues machen wollte, um ein bisschen frisch zu bleiben und nicht immer das Gleiche zu machen. Und ein bisschen neues Outfit heißt auch neue Sachen machen. Gibt ein bisschen einen kleinen Kick beim Thema Kreativität, Umfeld ändern, neu loslegen. Ich sitze auch nicht mehr hinterm Tisch, sondern vorm Tisch. Das macht es auch ein bisschen leichter, euch auch ein paar Sachen zu zeigen hier so. All das habe ich jetzt mal neu gemacht und hoffe, euch gefällt es. Kommentiert doch mal hier unten, wie es euch hier so optisch so gefällt, was ihr dazu sagt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das hier unten in die Kommentare schreibt. Und ich habe das nicht nur gemacht, weil ich das hübsch finde und was Neues basteln wollte, sondern auch, weil ich eine Funktion dafür habe. Nämlich, es gibt einen zweiten YouTube-Kanal, den ich betreibe, D18 Vision. Und ich wollte eigentlich gerne im besten Falle zwei Studios haben. Eins für D18 Foto, eins für D18 Vision. Das ist natürlich im echten Leben nicht machbar. Deswegen muss ich eine Lösung finden, die für beides funktioniert. Das hier ist quasi die D18-Fotoecke. Das hier ist die D18-Vision-Ecke. Und da das alles irgendwie zusammengehört, ist das Ganze in einem schicken großen Rahmen. Und das ist auch das Ende der Symbolik hier. Aber ihr seht, das ist sozusagen ein gemeinsames Bühnenbild für beide Kanäle. Falls ihr die D18-Vision noch nicht entdeckt habt, surft doch da mal rüber. Ich versuche das mal zu verlinken. Da oben irgendwo kommt so ein Balken, wo ihr draufklicken könnt. Und sonst am Ende des Videos auf alle Fälle ist der Button dafür da. Und guckt euch das mal an, was ich da mache. Das ist ein bisschen anders, als was ich hier so mache. Aber irgendwie passt es auch zusammen. Es ist ganz viel analoges Zeugs dabei, aber halt nicht Fotografie. Denn dieser Kanal D18 Foto ist halt irgendwie meine Heimatbasis. Da mache ich seit über 3 Jahren Fotovideos und das macht auch einen heiden Spaß und das bleibt auch so. Und unter dem Logo D18 Foto läuft ja auch der Podcast, also auch das gibt es. Aber zum anderen Themen fehlt mir so ein bisschen der Platz, die Spielwiese. Wo kann ich denn so Sachen machen, die nichts mit Fotografie zu tun haben? Wenn ich da Bock drauf habe, will ich es machen und wo mache ich es denn jetzt? Und dafür habe ich dann gesagt, okay, zweiter YouTube-Kanal ist relativ einfach, weil ich hatte den schon. Mein allererster YouTube-Kanal hieß damals die 18 Vision, die habe ich eingerichtet 2009, glaube ich, als ich nach Berlin gezogen bin. Dachte ich, brauche einen YouTube-Kanal, habe dann so Urlaubsvideos reingepackt und all so möglichen Zeugs. Das habe ich alles inzwischen wieder rausgebaggert. Und da ist jetzt wirklich nur das Zeugs da, was ich jetzt neu produziere für die 18 Vision. Und die ganzen Sachen sind schön miteinander verlinkt. Das heißt, es ist eine gemeinsame Welt, aber doch irgendwie eigenständig. Und ich habe da ganz viel gemacht zum Thema Schallplatten und Musikkassetten und Flohmarktrundgang und all solche Geschichten. Schaut doch mal vorbei, wenn es euch interessiert. Und das ist sozusagen jetzt das Bühnensetting für beide Kanäle. So, falls ihr darüber surft, euch gefällt, da gilt das wie immer, bitte abonnieren. Das ist so, was ich heute mit euch besprechen wollte zum Thema Fotografie, ist dieses Teil hier. Ich habe nämlich ein bisschen Magenschmerzen. Die Yashica T3 Super. Mit dem Ding laufe ich schon eine ganze Weile durch die Gegend, habe sie immer mal in meiner Kameratasche, hole sie raus, mache ein paar Fotos, packe sie wieder ein. So, das ist die gute Yashica T3 Super mit der Carl Zeiss Linse drin. Und ich muss sagen, ich werde einfach nicht warm mit ihr. Ich verstehe nicht den Reiz dieser Kamera. Also, wenn ich hier bei eBay so gucke, was die so haben, wollen die Leute 100 85 Euro, 202 Euro, 185, 189, 163. Die sind doch alle wahnsinnig, ja? Für dieses Teil, da habe ich 7 Euro für am Flohmarkt bezahlt, glaube ich. 7 oder 8, irgendwie so. Jedenfalls, das Ding war unter 10. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut. Ich kannte diese Preise und dachte, Mensch, alle reden sie drüber und finden die total cool, diese Kiste. Und jetzt habe ich sie gefunden für Apple und Ei und total sauber. Das Ding, da musste ich kaum was mitmachen. Ich habe so ein bisschen mit so einem kleinen Wattestäbchen, so ein paar Ecken hier und so. Aber in Wahrheit ist die super. Da ist kein Kratzer drin im Plastik. Also selbst hier vorne, wo es sozusagen schnell verkratzt, dieses durchsichtige Plastikzeug ist total kratzerfrei.
Da drin ist so eine Gummilippe. Das heißt, das Ding ist auch spritzwassergeschützt. Auch das Gummizeug da drin war nicht zerlegt von dem Laufe der Zeit. Ist einfach blitzsauber, tolles Teil. Die Linse, die da drin ist, ist eine Carl Zeiss Linse, 2,8 35 mm, also auch schön, ja, kann man wirklich nicht sagen. Tesla Design, T-Sternchen veredelt. Aber es ist ein Autofokus. Das Ding misst die Belichtung automatisch. Der Filmtransport ist automatisch. Der Blitz wird dann eingeschaltet, wenn die Kamera meint, dass ein Blitz notwendig ist. Ich habe eigentlich nichts zu sagen. Also das Ding, ich kann durchgucken, so. Kann das Bild schön einrichten, schön komponieren und dann kann ich auslösen und dann war es das. Und ich muss sagen, sie macht mich nicht glücklich. Ich kann nicht mal die ISO-Zahl selber einstellen. Das Ding macht es auch von allein. Wenn man den Film einlegt, auf der Rückseite von diesen Kartuschen ist so ein komisches Quadratemuster drauf. Das ist ein DX-Code und das Ding liest das Ding aus, sagt, ah, ein 100er ISO-Film und dann stellt alles andere da drin elektronisch alles ein, wie soll. Und es klappt auch ganz hervorragend, kann man nicht anders sagen. Die Bilder sind auch schön scharf und alles ist schön, aber das Fotografieren damit ist so langweilig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr eine Meinung zu dem Thema habt, kommentiert doch bitte mal hier unten in den Kommentaren, weil ich weiß, es gibt eine irre große Fanbasis. Wenn ich diese Preise hier sehe bei eBay, das sind wirklich Preise. Das kann nur bedeuten, dass das Ding so geil ist und so viel Spaß macht und so toll ist und so tolle Bilder macht, dass sich das irgendwie lohnt. Aber ich muss sagen, die Bilder, die ich im Netz gesehen habe von diesem Ding, die sehen alle okay aus. Das sind alles ordentliche Bilder, aber dass ich da sagen kann, dass da passiert was Besonderes technisch oder so, kann ich nicht sagen. Vom Handling ist es auch eher langweilig. Nur ist meine große Frage, was haltet ihr von der Kamera? Also, was kann ich euch noch sagen? Also, das Ding berechnet automatisch von einer Sekunde bis zu 100, bis zu einer 630. Sekunde, kann es selbstständig berechnen, wie lange es belichten soll. Maximal Blende 2,8. Auch das entscheidet das Ding selber. So, aber mehr ist dazu nicht zu sagen. Außer dass es einen schönen Griff hat. Man kann sie gut festhalten, aber sonst ist sie auch ein bisschen schwer. Also, wie gesagt, seid doch mal so gut, kommentiert mal ordentlich. Ich brauche wirklich mal eure Meinung. Also ich will das Ding jetzt bei eBay verticken und mal gucken, ob ich dafür ein paar andere Kameras kriege, weil bei den Preisen, ja, da kriege ich 10 Holgers für. Ja? Also, das ist irgendwie nicht in der richtigen Relation. Aber wer weiß, vielleicht kennt ihr ein Geheimnis, warum das Ding so toll ist. Wie gesagt, ne? Hier kommentieren bitte mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Abonniert diesen Kanal, abonniert den anderen Kanal, die 18 Vision, wer so nett seid, und kommt wieder vorbei beim nächsten Mal. Wiedersehen, tschüss, ciao und weiter knipsen.